Alle 4,1 Sekunden wird ein Mensch gezwungen, durch Kriege, Konflikte oder Naturkatastrophen seine Heimat zu verlassen. Über 45 Millionen Menschen waren 2012 auf der Flucht. Durchschnittlich lebt ein Flüchtling 12 Jahre in einem Flüchtlingscamp. Auch in Notsituationen haben Menschen das Recht auf eine menschenwürdige Unterkunft. Eine Unterkunft, die es Familien ermöglicht, zusammenzubleiben, kulturelle Werte zu wahren und so einen wertvollen Halt in einer Krisensituation zu haben. Mit dem NOAH-Projekt beschäftigen wir uns schon seit einigen Jahren. Ungefähr vor 6 Jahren erhielten wir eine Anfrage einer Hilfsorganisation, ob wir in der Lage sind, Flüchtlingsunterkünfte zu planen, zu entwickeln und zu bauen. Dabei konnten wir natürlich auf unsere Erfahrung von unserem Holzbau zurückgreifen und haben ein Gebäude entwickelt. Vor 2 Jahren, im Jahr 2012, war ich dann mit einer Wirtschaftsdelegationsreise im Irak und da bekam ich die Krise mit den Syrien-Flüchtlingen mit und habe das Projekt wieder aufgegriffen. Mit seiner sicheren und stabilen Holzkonstruktion bietet NOAH Menschen in Notsituationen langfristigen Schutz und bildet damit die Grundlage für ein menschenwürdiges Leben. Wände und Decke des NOAH bestehen aus stabilem Dreischichtholz. Farbmarkierungen auf allen Bauteilen erleichtern den Aufbau der Unterkunft. Alle für den Aufbau des NOAH benötigten Werkzeuge werden mitgeliefert. Gerade senkrechte Wände sorgen für Stehhöhe in der gesamten Unterkunft. Der erhöhte Holzboden bietet hygienischen Schutz vor Nässe, Matsch und bodenkriechenden Tieren. Das Baumaterial Holz macht NOAH weitgehend unempfindlich gegen Witterungseinflüsse und schützt Bewohner bei Hitzeperioden und Kälteeinbrüchen. Holz ist seit über 80 Jahren der Werkstoff für Holzbau Moser. Das Leistungsangebot des familiengeführten Unternehmens mit Sitz in Saalach bei Stuttgart umfasst dabei die gesamte Bandbreite eines klassischen Zimmerei- und Holzbaubetriebes. Dieses fundierte Know-how hat Jörg Moser, Enkel des Unternehmensgründers, in die Entwicklung der NOAH-Unterkunft eingebracht. Der Aufbau eines NOAH ist denkbar einfach. Vom Auspacken bis zur bezugsfertigen Fertigstellung der Unterkunft brauchen 3 Personen nur 3 Stunden. Ein NOAH hält länger als 10 Jahre. Damit ist das System optimal für den langfristigen Einsatz. Konventionelle Zelte müssen dagegen alle 6 bis 8 Monate erneuert oder ausgetauscht werden. Ein NOAH kann daher bis zu 20 Zelte einsparen. Die kompakte Verpackung des NOAH ermöglicht einen problemlosen Transport im LKW oder Container vom Lager bis in den Einsatzort. Das NOAH-System ermöglicht durch seine Modulbauweise den Bau unterschiedlichster Gebäudeeinheiten. So passt sich NOAH den jeweiligen Bedürfnissen an. Zusätzliche Türen oder Fenster lassen sich mit wenig Aufwand einbauen. Und mit der Montage einer Regenrinne am stabilen Dach lässt sich das Niederschlagswasser sammeln. Durch die Ausrüstung mit Solarmodul, Stromspeicher, Leuchtsystem und Handy-Ladegerät trägt NOAH ebenfalls zur Verbesserung der Lebensbedingungen in einer Notsituation entscheidend bei. Ich denke, dass wir mit unserem NOAH Flüchtlingen und Katastrophenopfern eine menschenwürdige und sichere Unterkunft geben können. Damit leisten wir einen Beitrag zur Linderung von Not und Leid auf der Welt.